Schalamund, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ja, ich habe ja nochmal dazwischen ein kleines bisschen aufgeräumt und wir haben 15 Parsnip Seeds und ich habe sogar 2 Mixed Seeds gefunden. There's a little bit of everything here, plant them and see what grows. Also quasi eine bunte Mischung, ein Potpourri der Überraschungen. Lassen wir uns überraschen. Gut, ja, wir machen das mal hier. Leider ist es so, dass wir aktuell noch jedes einzelne Feld, ja, selber hacken müssen. Ich gehe stark davon aus, dass sich das auch mit der Zeit ändern wird. Was Schönes machen. Holz haben wir nicht genug. Und so. Lassen wir mal ein paar. Ne, erstmal die beiden Mixseeds. Wupp. Dann haben wir das erste Feld. Ich habe jetzt noch 5 übrig. Eine total bescheuerte Idee, nicht gern. Ich mach das hier. 1, 2, 3. Hier. 5, 6. Hier habe ich gar nicht. So, haben wir halt eine Lücke. Gut, dann geht's jetzt ans Bewässern. Feld für Feld. Ach, was ist das schön. Ist das schön. Zum Glück gibt es doch diesen Aktionsradius direkt ein Feld in jede Richtung um den Charakter drumherum. Auffüllen. Ja. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen Holz besorgen. Ja, ich werde mal hier mit Bäumchen aus dem Weg räumen. Ich merke gerade, dass meine Energie sich langsam dem Ende neigt. Beziehungsweise am Ende ist. Hier. Und. Es ist gerade mal 1 Uhr mittags. 1 bedeutungsvoller Booster. Jo. Ich hau hier erstmal haufenweise Zeug rein, was ich nicht täglich brauche. Auch die Watering Can werde ich nicht täglich brauchen. Alter, ich bin so im Arsch. Kriege ich das jetzt hier wieder weg? Ah, was ist geschehen? Super. Gleich mal am ersten Tag komplett im Arsch. Also komplett. Blübsche. Aber ich gehe mal gucken, was wir hier noch so Schönes haben. Eine Dendelion. Mit der Prettiest Flower, but least makes good sense. Eine Pusteblume, die kann man essen. Geil. Gleich mal weggesnackt. Ah, wir können wieder laufen. Schön. Schön. Ja. Hier ist noch eine. Ja, wenn man keine Augen im Kopf hat. Oh, hier noch eine. Oh, ich muss sagen, also, ja, für den ersten Tag ist das schon mal eine sehr gute Ausbeute, auf jeden Fall. Also, bisher. Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Gut, das ist ein Brunnen. Oh, ein Kinderspielplatz. Nee, die will ich jetzt nicht essen. Kinder spontan eine coole Wippe, die aussieht wie eine. Ja. Was ist das eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ritsch, ratsch. Mit einem Wisch ist alles weg. Quasi.
Pelican Town. Da ist doch die Stadt, in der wir uns befinden. Die Tür ist zu. Gilt. Ja, wir wollen mal weiter rumgucken. Noch was finden. Geht doch hier scheinbar gerne mal so ein paar Sachen rum. Okay. Oh, hallo. Ein Kalender. Louis, Vincent, Haley, Pam, Shane, Emily, Pierre, Flower Dance und Egg Festival. Gut zu wissen. Irgendwo was? Help wanted, nothing is posted today. Ein Bulletin Board, ein schwarzes Brett sozusagen, das ist ja mal echt praktisch. Cool, das ist der Supermarkt, wie es scheint. Hallo, es ist schön, dich kennenzulernen. Wir kennen uns doch schon. Nee, Robin hieß sie. Du hast ja eine gute Zeit ausgesucht, um herzuziehen. Der Frühling ist zauberhaft. Lieblich, liebreizend, whatever. Alter, 120 Gold für die drei Dendellions. Daffodil 30. Ist verkauft. Was haben wir hier schönes? Alter, Falter, hier ist echt eine Menge. Gut, Parsnip haben wir. Beanstarter, plant these in the spring, takes 10 days to mature, but keeps producing after that. Yields multiple beans per harvest, grows on a trellis. Interessant. Nehmen wir uns mal eine Bohne mit. Cauliflower, plant these in spring, takes 12 days to produce a large cauliflower. Eine können wir mitnehmen. Ich bin zwar absolut kein Freund von, nicht Brokkoli, wie heißt das? Na, der weiße Brokkoli halt. Ich weiß, ich mach mich gerade ein bisschen zum Klaps. Potato! Plant these in the spring. It takes 6 days to mature and has a chance of yielding multiple potatoes at harvest. Klingt gut, nehmen wir auch mal eine mit. Was haben wir noch? Tulip! Plant in spring takes 6 days to produce a colorful flower. Assorted colors. Auch mal eine mit. Plant these in the spring, takes 6 days to major harvest with a scythe. Was ist ein Kale? Noch nie von gehört. Auch mal eine mit. Jazz seeds, takes 7 days to produce a blue puffball flower. Nice. Dümmen, habe ich keinen Platz mehr. Ich glaube, Gras haben wir aktuell definitiv genug. Gut, was können wir. Multiple potatoes, das klingt ja schon mal sehr gut. Dann nehme ich mir noch 2 mit. Cauliflower 10 Days. Naja, wenn wir die heute einpflanzen, dann könnte da noch gut was draus werden. Wir machen eine Potato mit. Tulpe. Nee, ich. Das soll es erstmal sein. Was ist das hier? Backpack Upgrade. 2000 Gold! Wer bist du denn? Hallo, du musst Martin sein, der neue Farmer. Ich bin Caroline. Caroline! Mein Ehemann rennt diesen Generalladen. Nein, natürlich. Heißt es, mein Ehemann besitzt oder hält diesen Laden am Laufen? Ja, mein Gott, ich weiß es gerade selber nicht. Und hast du schon meine Tochter Abigail getroffen? Sie ist die Blasse mit dem lila Haar. Das muss Elternliebe sein. Können wir hier rein? Cool. Die waschelt ja ganz schön. Watch, 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 watch. Hat die, die Flipflops an? Bestimmt Flip. Unterm Rock Flipflops. Ich hab's doch gewusst. Oh. Lila Haare. Oh, richtig. Ich hab gehört, dass jemand Neues hergezogen ist auf die alte Farm. Ja. Es ist wirklich eine Schande, wirklich. Ich habe es immer genossen, diese überwachsenen Felder bei mir selber, also mit mir selber, also selbst zu erkunden. Hey, it's Mr. Martin, the new farmer. I'm Pierre, owner of the local general store. If you're looking for seeds, my shop is a place to go. I also buy produce from you for a good price. Ich bin mir ganz ehrlich immer noch unsicher, ob ich es einfach auf Englisch vorlese und es dabei belasse. A little agriculture could really inject new life into the local economy.
That's what she said. Oder ob ich einfach alles versuche simultan. Wer bist du denn? Sam! Hi, I'm Sam, good to meet you. Oder ob ich einfach versuche, alles so simultan ins Deutsche zu übersetzen. Ist manchmal nicht einfach, also bei mir ist definitiv kein Übersetzer verloren gegangen. Hör ich das fest. Ah, bist du nicht derjenige, der eingezogen ist, frisch? Und fromm und fröhlich und frei. Maru. Ich bin Maru. Ich habe mich schon gefreut, dich kennenzulernen. Weißt du, in einer kleinen Town wie dieser, in einer kleinen Stadt wie dieser, ist ein neues Gesicht. Nein. Kann ein neues Gesicht die Gruppendynamik beeinflussen? Es ist aufregend. Das war sehr komisch übersetzt. Penny Stocks, hi. Oh, wolltest du etwas? Nett sein. Sewers, da kann man sowas machen. Was haben wir hier? Grabsteine. It's old and faded. Our beloved Mona. Una dungu do pusuten snau so pan. Today na do small bu lono sol yen huat alai toll. Was ist das für ein langer Haarbaum, Leon? Ist das überhaupt ein Typ? Ah, der neue Farmer, den wir alle erwartet haben. Und wessen Ankunft viele Konversationen zündet hat. Ich bin Elliot. Ich lebe in der kleinen Hütte am Strand. Es ist eine Freude, dich kennenzulernen. Nein! Ach scheiß auf das Reiber, weg damit. Steine kriege ich überall her. Eine Muschel! Was bist du? Eine Oyster! Eine Oyster! Oh Gott, noch was. Inventory full. Das kann ich aber nichts mehr wegschmeißen. Ich hab dafür alles bezahlt! Verdammt, Axt. Hör mal! Fuck, und ich... mit 300 Stück Holz könnte man das fixen. Fix. Was? Ich kann den Seestern nicht mitnehmen, wie kacke ist das denn? Ah. Verteufelt seist du kleines Inventar. Damals ist es 7 Uhr abends. Das noch da liegt, wenn ich wiederkomme? Also, wir können auch nicht mitnehmen. Inventory full. Ich hatte doch so viel Glück heute. We're starting to feel exhausted und ich habe jetzt natürlich nichts dabei. Eine Cauliflower. Nein, ich habe mich verdrückt. Ah, ich hoffe, es war nicht mein Nachteil. Oh, sieht hübsch blau aus. Und du kriegst jetzt hier eine extra Wurst. Ah. Alter, ich habe keine Energie mehr. Fuck. Ich irgendwas. Ich muss sie doch noch gießen. -2 Energie ist blöd. Ich muss sie doch noch gießen. Ich habe so ein bisschen Schiss. Was passiert denn, wenn ich keine Energie mehr habe? Falle ich denn einfach um? Huch. Ah! Das war laut, Entschuldigung. What? Hey, Moment mal, habe ich Geld verloren? Morgen wird... Oh, morgen wird es regnen, das ist gut. Ich glaube, das ist gut.
Die Geister sind sehr glücklich heute. Sie werden ihr Bestes tun, um dir zu zeigen, wie geil sie sind. Wie viel Glück du hast. Werbung! Ich finde ständig cooles Zeug, aber mein Rucksack ist viel zu voll. Klingt das nach Ihnen? Nun, Pierre hat die Lösung für Sie. Halten Sie bei Pierre's General Store heute an und checken Sie es aus. Denn wir verkaufen jetzt unseren 24 Größe Backpack. Wir sehen uns. Martin, du hast Glück, dass ich dich gefunden habe letzte Nacht. Du warst bewusstlos und jemand hat deine Taschen durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld sie genommen haben. Sie sind weggelaufen, als ich sie approached habe. Sehr vorsichtiger Linus. Wer ist denn Linus? Linus? Hat er nicht... Hallo da, ich bin gerade von einem Fishing-Trip zurückgekommen. Du solltest mal zum Beach runterkommen. Ich habe was für dich, Willy. Ha? Ist ja schon so ein bisschen kacke, dass ich da jetzt einfach letzte Nacht abgekackt bin. Ich glaube, ich hatte 70 Gold, oder? Hatte ich 70 Gold? Das ist gar nicht mehr. Auf jeden Fall muss ich gucken, dass ich mit meiner Energie ein bisschen besser haushalte. Jetzt will ich mal gucken, ob ich jetzt am Strand noch immer... Ah, guck mal, ein Woodpecker. Oh, schau, der fliegt weg. Die Woodpecker. Okay. Ich glaube, das tue ich nie wieder. Es ist Dienstag. Warte mal, wir haben... Jemand namens Willy hatte ich eingeladen, ihn an seinem Strand im Süden der Stadt zu besuchen. Er sagt, er hat etwas, um es dir zu geben. Er will dir etwas geben. So einfach. Suche den Strand noch vor 5 Uhr abends. Wird in Harvest Pass. Ups. 10 von 28 Leuten greetet. Okay. 28 Leute. Das ist in so einer Kleinstadt? Großstadt? Gar keine Stadt, sondern Dorfstadt? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen, was das hier für eine örtliche Lokalität ist. Ja, erstmal, jetzt läuft doch hier erstmal schön Pfeifchen rauchen. Ja, es ist. Erstmal schön. Heute also. Heute da ist ein neuer Stadt. Schön, dich endlich mal kennenzulernen. Ich versuche immer noch, mich zu entknüppeln vor einem Monat auf der salzigen See. Es war ein Riesenfang. Ich habe eine Menge guten Fisch verkauft. Endlich habe ich genug angespart, um endlich eine neue Angel zu holen. Hier, ich weiß, du meine alte Angel aus Kurs erhältst. Ja. Sorry. Schlaganfall. Es ist wichtig für mich, dass so die Art, dass die Art ist, die Kunst des Fischens am Leben bleibt und nee, vielleicht willst du immer was von mir kaufen, wenn du mal dagegen bist und so. Ich hab gute Preise und so. Lim. Fishing Rod. You received a bamboo pole. Bamboo pole. Bamboo pole. Ja, es gibt hier gutes Gewässer in diesem Tal. Alle Arten von gutem Fisch. Naja, mein Shop, der ist jetzt schon offen und kannst ja mal vorbeikommen und mal gucken, ob du was kaufen willst. So, ich kann's ja mal dein Geld bei mir lassen. Ich kaufe übrigens alles, was du fängst. Wenn es stinkt, es verkauft es sich. Das ist, was mein alter Papa immer gesagt hat. Egal. Ha ha ha!
Cool, das ist also Willi. Alter, es ist schön, das junge Volk mal ein bisschen rumlaufen zu sehen im Valley. Das ist nicht wirklich üblich. Ach komm, wir probieren einfach mal aus. Wie geht denn das? Ah. Gedrückt halten. Ah ja, sieht chillig aus. Sehr chillig. Huch. Ah, Ha, 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 ho. Alter, das ist schwer. Ein Sonnenfisch. Hat's doch gelohnt. Ich hau ab. Es ist abgeschlossen. Geöffnet von 9 bis 5. Es ist kurz vor 9. Okay. Ah, was haben wir jetzt hier? Können wir es mitnehmen? Eine Masse. Yeah, und wenn ich noch ein paar weitere Muscles habe, dann baue ich mir daraus ein Auto. Ein richtiges Muscle Car. War der schlecht? War der schlecht? So schlecht. Hallo, du bist... Ach ja, Pennystock. Ich unterrichte Vincent und Jazz heute. Ist ganz schön was los, aber es ist nett, was zu ändern in jemandes Leben. Jetzt ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es lieber vorlesen sollte oder... Ich weiß es nicht, was haben wir hier? Oh ja, klingt was. There's a book missing here. Wer bist du denn? Hallo da. Willkommen im Stardew Valley Archäologischen Büro. Oh, das ist peinlich, aber der frühere Kurator hat sich mit der gesamten Kollektion weggemacht. Wir haben gerade leider nichts da, um dir was zu sagen. Ja, aber ich hoffe wirklich ganz, ganz dolle, dass halt, hey, hast du nicht vielleicht ein paar Artefakte oder von meiner Reihe da draußen gefunden? Würdest du es mich wissen lassen? Hallo da, willkommen im Stadio. Das hatten wir doch alles schon. Das ist hier ein bisschen peinlich, weil ich mich da nicht wiederhole. Ich gehe mal lieber. Gut, geh mir aus dem Weg, Schneller. Okay. Was haben wir hier? Das ist doch bestimmt ein Schmied. Shoppen wir mal. Copperohr, Ironohr, Kohle und Gold zu eher stattlichen Preisen. Ah, das ist ja praktisch. Hier kann ich also meine Werkzeuge aufrüsten oder aufwerten lassen. Hier ist Chuck Wood. But what a Woodchuck, Chuck Woodchuck. Das ist egal. 2000 kostet der und requires 5 Copper Bars. Teurer Spaß. Können wir dem auch so quatschen? Hi, ich bin Clint. Ich bin der Schmied des Dorfes. Wenn du was zum Upgraden brauchst, also deine Werkzeuge meine ich jetzt natürlich, bin ich dein Typ. Aber vielleicht bin ich auch gar nicht dein Typ, sondern Manuel Neuer. So, wer bist du denn? Oh, ein Fremder. Mein Name ist Vincent.